Die Vergänglichkeit und das Ewige. Die Vergänglichkeit und das Ewige bilden ein Spannungsfeld, in dem wir uns als Menschen bewegen mit unserem Traumbewusstsein von Welt. Dabei wirkt das Bewusstsein für Vergänglichkeit wie ein Katalysator. Es reinigt uns auch und verändert uns, denn wir erkennen, alles, was erscheint, hat einen Höhepunkt und vergeht. Das ist gut so, denn nur durch diesen Prozess der Konfrontation bekommen wir eine Sehnsucht nach der Verbindung zum Ewigen. Man könnte sagen, die Vergänglichkeit, wenn sie bewusst wahrgenommen wird, ist ein Sprungbrett zur geistigen Welt, zum Ewigen. Auch da sind es noch Ebenen, denn das Bewusstsein hat Ebenen und wir steigen langsam auf in höhere Ebenen und erfahren die Tiefe des Geistes, bis wir in immer abstraktere, reinere Geistesebenen vordringen, hineingelassen werden, hineingleiten, um dann die Göttlichkeit in ihrer großen Herrlichkeit zu schauen, zu erkennen. Für das egomane Bewusstsein ist die Vergänglichkeit eine Schmach und Kränkung. Denn es wird nach Ewigkeit in der Formenwelt verlangt, die Illusionswelt soll funktionieren, und zwar auf Dauer, bis hinein ins Ultimative, bis ins höchste Glücklichsein. Aber sie wird es nicht erfüllen können. Es ist ein Irrtum. Alle Form ist dem Tode geweiht und vergeht. Die Vergänglichkeit fordert uns insofern auf, unser Bewusstsein zurückzuziehen von der Formenwelt und hineinzusteigen oder hineinzugleiten in das Geistige, das ja die Grundlage bildet für die Vergänglichkeit auch. Der tragende Geist, die innere geistige Dimension, bildet ja die Grundlage für alle phänomenalen Träume, denen wir uns hingegeben haben. Die Wirklichkeit, das absolute Gewahrsein, ist die Grundlage für die Möglichkeit des Träumens, also die Verneinung der Wirklichkeit führt hinein in die Traumwelt, in die Illusionswelt. Wir haben den Geist, das Höchste, verneint, die Quelle selbst, der wir entstammen. Und durch diese Verneinung stürzen wir hinab in die Traumwelten und haben uns dort mühsam zu bewähren und suchen den Weg zurück in die Wirklichkeit des reinen Geistes, in die Ewigkeit. Auf den unteren Bewusstseinsebenen bekämpfen wir den Verfall, die Vergänglichkeit, vor allem auch auf der körperlichen Ebene mit allen möglichen Maßnahmen. Nichts ist dagegen zu sagen, den Körper gesund zu halten, fit zu halten für die anstehenden Schicksalsprozesse und Aufgaben hier innerhalb der Illusionswelt. Das ist keine Frage. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Aber der Schönheitswahn zum Beispiel, ja, dass wir auf all diesen Ebenen glänzen wollen, den formalen Ebenen, das ist dann verrückt. Ja, da wird ein Aufwand betrieben, der an der Wirklichkeit völlig vorbeigeht. Wir verhaften uns dann sozusagen, verankern uns noch stärker in den Illusionswelten, vor allem eben im Aspekt des Körperlichen und ja, glauben immer mehr, ein Körper zu sein.
und den Körper loszulassen, fällt dann immer schwerer, besonders wenn es zum Sterbeprozess kommt oder zum Übergang, ja, der Möglichkeit, in die geistige Welt hineinzugehen. Das alles wird dadurch verunmöglicht. Wer zu stark eine Körperfixierung in sich nährt, dem fällt es schwer, loszulassen, vom Körper abzulassen und aufzusteigen, in eine tiefe, große Weite zu gelangen, die geistiger Natur ist und wo allein Frieden zu finden ist. Der Körper ist ja etwas völlig Geistloses, eigentlich ein neutrales Stück Holz, mehr nicht. Und er bekommt Bedeutung durch uns, die wir an ihn glauben und ihm Bedeutung verleihen und ihn mit Bedeutung regelrecht aufpumpen. Das Aufrechterhalten wollen des Vergänglichen ist insofern ein Kampf gegen das Geistige, gegen unsere geistige Wirklichkeit. Man muss nur hinschauen. Es ist am Ende wirklich so. Es ist eine Verzweiflungstat. Wir wollen dann nicht wirklich eine Erfahrung machen, die in Richtung Ewigkeit geht, sondern wir wollen die Ewigkeit so verstehen, wie wir uns selbst verstehen als körperliche Wesen im Kern. Und das wird so nicht funktionieren. Es macht keinen Sinn. Darum geht es auch nicht. Es mögen andere Körper entstehen in anderen Welten, das mag gewiss so sein, die Astralebene, wie auch immer wir das nennen mögen, und das sind auch wiederum Übergänge, die uns weiterführen in die Tiefen des Geistes, bis am Ende keine Körperlichkeit mehr notwendig ist und wir auch diese Konzepte loslassen. Denn alle Körperlichkeit ist doch ein Symbol von Trennung, für Trennung. Und darf überwunden werden, wenn wir die Fülle des reinen Geistes erfahren wollen. Das Vergängliche wird schmerzvoll erlebt, in der Regel. Wer es als Beglückung erlebt, ist schon einen Schritt weiter. Wer gerne loslässt und weiterreist und den nächsten Schritt tut und die Dinge hinter sich lassen kann, der geht in Richtung geistige Freiheit und erfährt einen tiefen Frieden, der eben nicht von dieser Welt ist, mit dieser Welt nichts zu tun hat. Da mag noch ein Anflug von Wehmut sein, und doch ahnt man, es darf und muss weitergehen. Wir müssen nach vorn gehen und aufsteigen. Es geht nicht anders, wenn wir wirklich ja, zurückkehren wollen in den reinen Geist, in die Heilung, in die Befreiung. Denn wer am Alten festhält und sich ständig umdreht und die Sehnsüchte nährt nach diesem Alten, nach lustvollen irdischen Erfahrungen, der hat nichts verstanden. Der hält fest am Wahnsinn, an egomanen, besonderen Beziehungsstrukturen, die uns nähren sollen und doch nicht nähren können. Der weise Mensch schaut nach vorn, nach vorn, nach oben und steigt auf und geht weiter und lässt das Alte hinter sich und erlaubt sich selbst, es zu vergessen. Welchen Wert wollen wir denn all den Geschichten beimessen, die wir erlebt haben? Am Ende, es waren Lernprozesse, wichtig, gewiss, um den nächsten Schritt zu tun, keine Frage. Aber sie zu konservieren und immer wieder aufzuwärmen, bringt am Ende auch nichts. Weitergehen ist die Devise. Für Lernzwecke mag es hilfreich sein, eine Geschichte zu erzählen. Das darf sein, aber nicht daran zu kleben, ja, und festzuhalten, sondern sie loszulassen und zu überwinden. Wer erwachen will, darf seine ganze Geschichte am Ende vergessen. All die tausend Begegnungen, all die vielen, ja, Aspekte, die da aufleuchten, es darf überwunden werden. Es ist alles nicht wichtig. Es waren alles nur
unsere dummen kleinen Träume. Gewiss Schritte auf dem Weg, wichtig und notwendig, wir wollen sie nicht verachten. Aber es geht um den nächsten Schritt nach vorn und nicht zurück. Die Gefangenheit in der horizontalen, also in der Zeitachse, besonders in Richtung Vergangenheit, ist ein Kriterium von Uneingeweihtheit und von, ja, Bindung, der Bindung an den Wahnsinn, ja, dieser Welt und den Sehnsüchten einer Nostalgie, sozusagen eines Schmerzes, der sich sehnt nach dem Alten. Doch das Alte muss überwunden werden. Was vergangen ist, ist vergangen. Wir bauen darauf auf, gewiss. Aber es darf losgelassen werden. Es darf sich, ich sag's einmal so, geistig recyceln und bildet eine Basis für etwas noch viel Größeres, Schöneres. Eine Reise besteht aus vielen Schritten. Wir tun sie und vergessen sie. Und tun dann den nächsten und immer wieder den nächsten nach vorn. In diesem Sinne dürfen wir die Vergänglichkeit fast wie einen Segen begreifen. Die Dinge dürfen sich wieder auflösen. Die Träume dürfen enden. Das Erwachen ist immer das Ende des Träumens, des Traums. Wir werden klar. Und dieses Geschenk geistiger Klarheit und einer Tiefe im Geist, die uns das Wesen der Liebe näher bringt, es uns schenkt sozusagen und zu neuen Erfahrungen führt, darum geht es. Und nicht dem Nachweinen alter Tage, die wir erlebten in scheinbarem Glück. Es waren Schritte auf dem Weg, mehr nicht. Lassen wir sie los. Es waren sehnsuchtsvolle Bilder, Projektionen nach einer glücklichen Welt, nach Erfüllung in der Welt, alles Illusionswelten, ganz gewiss, und funktioniert hat es am Ende doch nicht. Es waren Zwischenschritte, ja, sicherlich, aber immer mit Enttäuschung sozusagen verbunden. Und diese Enttäuschungen sind wichtig. Die Vergänglichkeit führt zur riesigen, großen Enttäuschung. Und die Enttäuschung ist ja die Befreiung von einer Täuschung. Wir hatten festgehalten, ja, an formalen Welten, die uns Gefühle und Gedanken vermittelten, die aber nicht der Wahrheit und Wirklichkeit des reinen Geistes entsprachen. Der reine Geist ist größer. Und hat mit diesen Welten, die wir da projizierten, nichts zu tun. Gar nichts. Deswegen, das Voranschreiten ist das Wesentliche, das Loslassen und die Zustimmung zur Vergänglichkeit bewusst im eigenen Geist zu vollziehen. Wir sind scheinbar auf einer sehr großen Reise. Und es ist wichtig, immer wieder loszulassen. Das Ergreifen und das Loslassen, zwei wichtige Bewegungen. Es muss auch ergriffen werden. Wir ergreifen neue Orte, neue Begegnungen, neue menschliche Kontakte. Das ist alles in Ordnung. Es sind alles Schritte auf dem Weg. Wir dürfen sie bewusst vollziehen. Aber es muss auch losgelassen werden. Die große Liebe, die wir erlebten, auch sie darf losgelassen werden. Und was daran wirklich Liebe war, ist unzerstörbar, ist nie verloren. Ganz gewiss nicht. Die Liebe als Essenz von Sinn, Sinnerfüllung, dem Höchsten, sie geht nie verloren. Wenn wir auch nur einen Schimmer von ihr, ja, errungen hatten und erfahren hatten im eigenen Inneren, das bleibt. Es kann nicht verloren gehen. Aber all das Unwichtige, all das Große drumherum, all der formale Glitter und Glanz, all das darf sich auflösen, weil es nur stört, weil es nur ablenkt und verwirrt. Die wirkliche Liebe ist nüchtern. Sie ist geistig klar.
Ich ahne es manchmal. Und sie will sich uns schenken in ihrer Klarheit und Reinheit. Und sie kennt keinen Rausch. Sie ist gewiss ohne Rausch, ohne Vernebelung. Sie ist nüchtern, wunderschön und klar. Und sie übersteigt unser menschliches Fassungsvermögen bei weitem. Wir werden es erleben, ein jeder, auf seinem Weg, auf seine Weise, Schritt für Schritt. Es ist alles bestens organisiert, da habe ich keinen Zweifel. Es darf alles so sein, wie es eben abläuft. Die Ewigkeit, das Ewige, diese Liebe und Reinheit und Schönheit des höchsten Geistes leuchtet uns entgegen, hier und jetzt. Und wir können sie spüren, zu spüren beginnen, indem wir der Vergänglichkeit zustimmen. Sie ist Reinigung, diese Vergänglichkeit, ein Reinigungsprozess, ein Heilungsprozess und wichtig. Stimmen wir ihr zu, ohne Trauer, ohne Schmerz, in voller Hingabe, dann leuchtet uns das Ewige entgegen.